New Super Mario Bros. 2, aber pro Münze kassiere ich eine Backpfeife. Wir spielen das Game durch, ohne eine einzige Münze einzusammeln, und im heutigen Part kassieren wir pro Münze eine Backpfeife von Hübi. Viel Spaß! Und vergesst das Abonnement nicht. Moin Freunde, mein Name ist David mit dem einzig wahren Umlaut und willkommen zu einem neuen Part von Mario Bros. 2. Aber wir spielen den ganzen Bums durch, ohne eine einzige Münze einzusammeln. Und bisher waren wir auch recht erfolgreich so an sich. Also wir befinden uns in der vierten Welt und so langsam aber sicher neigt sich das Game... Langsam aber sicher neigt sich das Ganze dem Ende zu, wollte ich eigentlich sagen. Und bisher hatten wir wirklich viele Probleme, beziehungsweise viele Stellen, wo man sehr, sehr lange drüber nachdenken musste. Okay, hallo, hä? Ich wollte gerade sagen, Mario, warum springst du nicht ab? Aber bisher konnten wir beweisen, dass man das Game komplett ohne eine... ohne Münze durchspielen kann. Oh shit, da wird auch keine Münze eingesammelt. Woppala. Das ist viel zu easy. Das ist aktuell gar kein Pro... Oh, nein! Also, Murray! Du musst mir jetzt für jede Münze, die ich sammle, eine Backpfeife geben. Ja, David, ich habe mitbekommen, du hast eine Münze gesammelt. Ja, richtig. Okay, Freunde, what doesn't kill you makes you stronger. Nein, oh Mann, ein riesiger Ball. Hilfe, Hilfe, das kriegen wir hin und wham. Das war knapp. Oh shit, wir sehen die erste Gefahr. Das ist ein Goldring. Also normalerweise, wenn wir dagegen springen, würden wir hundertprozentig irgendwelche Münzen kassieren. Holy shit. Alter, aber so an sich war das erste Level der vierten Welt gar kein Problem. Wir haben nur eine Backpfeife kassiert, aber damit kann man leben. Alright, Welt 4, Geisterhaus. Das sind die Häuser, wo man hin und wieder mal Probleme bekommen kann. Vor allem mit dieser wunderbaren Stimmung am hier. Überall kann eine Münze lauern. Ah, genau das meine ich. Ist hier auch? Ah, Bingo Bango. Ja, hin und wieder muss man hier auf jeden Fall... Oh, wow, 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 wow. Alter, wie in einem sehr, sehr schrecklichen Film. Was passiert hier? Jo, okay. Wir werden ganz langsam nach rechts gehen und dann kann da eigentlich nichts Großartiges passieren. Vor allem Geisterhäuser sind immer wieder dafür bekannt, dass hier irgendwo Münzen stehen. Können. Oh nein, 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 nein! Bro, dein Ernst? Du hast schon wieder eine Münze gesammelt? Ja, Mann. Aber jetzt andere Wange, oder? Ja. Schmerzen sind vergänglich. Was bleibt, ist der Stolz. Ich finde das Geräusch ultra funny, die die Wände hier machen. Das ist super amüsant, okay? No, 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 no! Lieber sterben, statt eine Münze zu kassieren. Okay, okay, ich habe das Prinzip des Levels verstanden. Also die Wände gehen immer weiter nach rechts und dann wiederum nach links. Wir müssen hier runter. Alter, okay, nein! Ey, das ist so... Das tut mir leid. Wo müssen wir denn lang, verdammte Kacke? Hier ist doch nix, Mann. Digga, dein Ernst, hast du schon wieder eine Münze? Ja, Digga, ich kann nicht anders. Ist mir egal, was passiert. Wir warten, wir warten, wir warten. Knapp. Oh, warum ist hier ein freaking Trampolin? Genau deswegen. Und lass das Level bitte endlich zu Ende sein. Dankeschön, es war ultimativ lang, voller Schmerzen und gewissen anderen Dingen. Warum kriegen wir ein Trampolin? Es ist mir so boogie, wir haben es geschafft. Yes! Alright, Welt 4, Level 2, 0 Münzen immer noch auf dem Counter. Das finde ich so cool, dass wir in dem Game einfach den Beweis dafür haben, dass wir noch keine einzige Münze eingesammelt haben. Und oh, es weihnachtet sehr am 25. Mai, oder? Kann man auf jeden Fall mal gut in Weihnachtsstimmung hineinkommen. Trotz Weihnachtsstimmung gab es keine gefährliche Stelle in diesem Level. Doch dann kam diese Situation. Wollen wir das Risiko mal eingehen und hier einfach mal schießen und hoffen, dass wir keine Münze... Ja. Bro, das ist ja schon Nummer 4. Boah, echt? Ja. Junge, das ist der Tod. Wir müssen jetzt irgendwie schaffen, die Koopas umzubringen. Das war der größte Fehler, den ich getan habe. Nein, 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 nein. Oh, das war super smart. Wir haben keine Münze eingesammelt. Warum wir keine Münze eingesammelt haben, weiß ich nicht. Aber, dass wir mit dem einen, mit der einen Koopa Shell die andere Koopa Shell eliminiert haben. IQ500er Move. Come on, als ob da ein versteckter Block... Alter, ich habe geträumt, du hast eine Münze eingesammelt. Hast du? Ich glaube schon. Scheiße. Wir müssen vermutlich einen minimalen, kurzen Trick einsetzen und zwar auf die Koopas springen. Holy crap. Okay, wir können hier, glaube ich, easy rüber, ja? Und, Alter, das ist ja so heftig schwierig. Ist mir egal. Hier lauern halt überall versteckte Münzen. Selbst wenn es nicht so ganz offensichtlich ist, aber hinter jeder Ecke ist die Gefahr.
Die stabile Hälfte der vierten Welt ist erreicht und oh, wir haben hier schon mal ein wunderbares Scrolling-Level. Links 3 Münzen, rechts 3 Münzen, oben 6 unsichtbare Münzen. Aber hey, wenn wir uns einfach in der Mitte bewegen, dürfte es kein Problem sein. Klar, so ein paar Gegner tauchen immer wieder auf, aber diese toten Gumberinos, die können uns nichts anhaben. Nein! Oh Mann! Nur weil ich sie kontrolliere. Oh Mann! Bruder, halt das mal. Okay. Hab mitbekommen, dass du eine Münze gesammelt. Hast du recht, Mann. What doesn't kill you makes you stronger. Vorsichtig, vorsichtig. Genau, hier haben wir genug Abstand. Wir dürfen nicht zerquetscht werden. Da ist nur ein Millimeter dazwischen. Aber hey, auf der rechten Seite sind wir in Sicherheit. Aufgrund der Knochen-Piranha-Pflanze in der Mitte. Allerdings müssen wir uns ein bisschen annähern. Was passiert jetzt, Rip? Rest. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ein paar Sekunden später. Oh mein... Alter, yo, das war der IQ-bewunderter Move. Alter, dass ich das hinbekommen habe, mehr als Alter und Wow kann ich aktuell einfach nicht sagen. Und je weiter wir im Game kommen, umso unglaublicher wird's eigentlich, dass in einem Game, wo es nur um Münzen geht, dass es wirklich möglich ist, das ohne Münzen durchzuspielen. Okay, ein bisschen nach rechts, ist egal, wenn wir getroffen werden. Nein, wir haben es überlebt, jetzt werden wir hundertprozentig... Nein! No way! Wie soll man das über... Da diese Strategie nicht geklappt hat, kam ich auf die Idee, mir eine Feuerblume zuzulegen. Hat doch endlich geklappt und Alter, war das knapp hier gerade. Ich bin am Überlegen, ob ich mich klein mache, weil dann müsste es eigentlich einfacher sein, rechts vorbeizukommen. Kannst du mich nochmal attackieren? Scheiß drauf, ganz ehrlich, geh einfach klein hier hoch. Yes! Oh, das ist eng. Alright, und so langsam aber sicher müssten wir beim Endboss angelangt sein. Und ich hoffe nicht, dass wir durch irgendeinen dummen Zufall jetzt eine Münze einsammeln und BAM, Junge! Ja! Nein! Nein! Wir brauchen, um hier voranzukommen, eine Feuerblume. Es ist wirklich hart, aber bisher ist es halt for real machbar. Man muss nur sehr, sehr stark aufpassen. So, Nummer 2 haben wir schon mal. Die würden uns hops nehmen mit diesen Dingern, aber gar keine Chance. Aufpassen, ich glaube noch 1, 2 Feuerbälle und dann müsste das Ding auch auf den Boden zurückgeholt sein. Ja! Alter, Shoutout, das Level war so freaking anstrengend, weil man so viele Dinge beachten musste. Vor allem, man muss am Ende halt for real mit einer Feuerblume ins Ziel kommen in diesem Level, um diese, keine Ahnung, was sind das, Elefanten, Nashörner zu besiegen. Dann hoffen wir mal, dass Welt 4 Level 3, wir sind erst bei Level 3, WTF, klar, wegen Geisterhäuser etc., genauso wenig Probleme macht wie gerade eben. Das war ganz gut. Also die Level zwischendrin. Digga, das ist nicht gerade ernsthaft passiert, dass ich einen Goomba ab... Seit wann geben Goombas Münzen? Ach jo, wenn man sie mit der Feuerblume beschießt. Bro, ich habe jetzt schon 7 Backpfeifen gegeben. Und ja. Du sammelst ernsthaft noch eine ein? Bruder, die 8 ist meine Glückszahl. Okay, aber ja. Jetzt keine mehr, oder? Glaub nicht, keine Ahnung. Wenn ich dir noch eine Backpfeife geben muss, raste ich aus. What doesn't kill you makes you stronger. Diesmal werden wir einfach keinen Gumberino beschießen. 12 Sekunden später. Wir haben verkackt. Wie soll man das anstellen? Alter, als kleiner Mario, glaube ich. Wir probieren's mal. Wir lassen uns nochmal fressen. Und normalerweise muss man jetzt wahrscheinlich einen gekonnten... Alter, nein, 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 das funktioniert wirklich. Okay, ruhig. Ganz, ganz ruhig. Eine Münze gleich ein Schlag ins Gesicht und das will ich halt wirklich nicht. Yo, Alter. Ich weiß nicht warum, aber die Sprünge habe ich inzwischen mehr oder weniger perfektioniert. Und das wird auch nochmal heftig. Ich bin ehrlich, ich hatte viel zu viel Angst vor dieser Stelle. Dementsprechend bin ich zurück in die erste Welt gegangen, um mir einen Tanuki-Schwanz zu holen, um dementsprechend über die Münzen rüber zu fliegen. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott, war das intensiv, Junge. Boah, meine Backe tut immer noch weh. Aber an der Stelle erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wenn du jetzt einen weiteren Part dieser Challenge sehen möchtest, zieh dir das Video rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.